Sprengstoff in Biesenberg. Mitten im Ort schießt ein etwa 40-jähriger Mann auf einen Hund, und zwar auf einen kleinen Hund, der sich noch dazu im Garten seiner eigenen Besitzer befindet. Der Mann hat offensichtlich durch den Gartenzaun hindurch geschossen. Der Hund wird verletzt, Besitzer und Nachbarn sind fassungslos. Dass in dieser idyllischen Wohngegend in Biesenberg mit Waffen hantiert wird, will man sich nicht vorstellen. Doch genau das ist gestern Abend hier passiert. Ein unbekannter Mann hat gegen 22 Uhr durch diesen Zaun hindurch auf die 4-jährige Mila geschossen. Ich war auf der Terrasse hinten und plötzlich höre ich einen Schuss und fürchterliches Schreien vom Hund. Und sie war dann blutüberströmt, ist dann nach hinten gelaufen und dann haben wir das eigentlich gesehen, dass sie total verletzt ist. Sie hat da einen Schuss bekommen und die Projektile sind noch drinnen. Warum der Mann auf den Hund geschossen hat, kann in Biesenberg niemand nachvollziehen. Das ist einfach unfassbar, ja. Dass da einfach wer reinschießt. Ich meine, das glaubt ja kein Mensch. Das ist ja krank, geisteskrank. Vielleicht habe den Mann das Bellen des Hundes gestört, vermuten Milas Besitzer. Zwei Nachbarn haben den mutmaßlichen Täter noch verfolgt. Dieser hat jedoch eine Waffe auf sie gerichtet und Hände hochgerufen. Daraufhin haben sie die Verfolgung aufgegeben. Hund Mila ist glimpflich davongekommen. Der Schuss hat sie zwar am Hals, aber nicht lebensgefährlich getroffen. Noch gestern Abend konnte sie in der Tierklinik versorgt werden. Nun erholt sie sich vom Schock. Der Mann wird wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung gesucht. In Hohenruppersdorf im Bezirk